Moin, moin, herzlich willkommen zur höchstwahrscheinlich letzten Folge der MSV Duisburg Abschiedstour. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, hat der Vorstand des Vereins eine Besprechung anberaumt, in der es höchstwahrscheinlich um eine Zukunft geht, da wir echt ganz schlecht dastehen und also ich den Klassenerhalt wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde, leider. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ich habe mir noch mal kurz vor dem Spiel habe ich mir noch mal den Namen des Talentes aufgeschrieben, das wir ja bekommen haben, und werde die Trainerkarriere weiterführen, werde mir einen neuen Verein suchen, dann natürlich, ob mich überhaupt einer nehmen will, mal schauen. Und dann werde ich nämlich versuchen, dieses Talent in den neuen Verein zu lotsen und weiterhin zu gucken, wie entwickelt er sich. Ja, das bedeutet also, ich werde mit dieser Trainerkarriere weitermachen, aber dann mit einem neuen Verein. Und möchte aber trotzdem versuchen, dieses Talent weiter zu fördern. Möchte schauen, wie weit ich eigentlich damit komme, wenn ich dieses Talent ausbilde. Also wie weit ich ihn ausbilden kann. Und dann, ja. Wollen wir mal gucken. Wie das so klappt. Ich hoffe natürlich, dass ich ihn dann am Ende der Saison von Duisburg loseisen kann. Momentan geht da noch gar nichts. Er ist ja noch 15. Ich kann ihn noch nicht mal spielen lassen. Was ich so ein bisschen ärgerlich finde. Ich hätte ihn gerne mal spielen lassen. Aber gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Die Karriere ist ja eh. Bei Duisburg ist ja eh vorbei. Eigentlich ist es, glaube ich, völlig egal, welches Ergebnis ich jetzt erspiele. Weil Tabellenplatz 18 ist, glaube ich, nicht das Ergebnis, was die Vereinsführung so wollte. Und dann, ja, denke ich mal, nach diesem Spiel wird es vorbei sein. Dann schauen wir mal, welcher Verein uns dann nimmt, wo wir dann landen, ob wir da vielleicht was reißen können. Drückt mir die Daumen. Ist dann ja nicht mehr die MSV Duisburg Abschiedstour, sondern einfach nur noch die Tour durch die Welt. Muss mal gucken, wie ich dann diese Karriere umbenenne. Ob das dann. Na. Ja. Tour durch die Welt oder so heißt. Kann ich mir gut vorstellen. Dann muss ich mal gucken. Das weiß ich halt alles noch nicht. Also lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Nebenbei habt ihr ja schon gesehen, wahrscheinlich auf dem Kanal. Meine neue Karriere. Oder was heißt Karriere? Das neue FIFA-Format, Holtby dreht auf. Das mache ich jetzt auch und es macht mir Riesenspaß, die ganzen Spiele zu spielen mit Luis Holtby, und es ist halt ein ganz anderer Modus. Na? Und das ist auch in Ordnung, macht Spaß und schaut auch da mal rein. Ne? Also verpasst das bloß nicht. Na. Ah, schade. Schade, schade, schade. Also, wir werden trotzdem jetzt noch natürlich versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und vielleicht reicht es ja, um uns, na, im Verein zu halten. Aber ich denke nicht. Also, eigentlich ist es ja meistens so, dass man damit mit schlechten Ergebnissen dann auch ein Sieg hilft dann meistens nicht. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Da hätten wir eigentlich am Anfang besser spielen müssen. Also das war ist so, wie gesagt, am Anfang war die Karriere gut. Lief ja. Und irgendwann blieben die Ergebnisse einfach aus. Und das war ein bisschen schade. Aber da kann man halt nichts machen. Oh, verdammt. Wieder zu nah an den Gegner ran, an den Torwart rangezogen. Aber Saar, der soll den Ball da vorne gar nicht erst führen. Ballannahme mangelhaft. Ja, aber wie gesagt, ich werde weitermachen. Ich werde gucken, was so kommt, was ich so an Mannschaft dann trainieren werde. Ich werde mich dann wahrscheinlich zum Weltenbummler entwickeln, einfach weil, ja.
ich einfach gegen den Computer einfach kein guter Spieler bin, wie ihr ja schon gesehen habt. Aber ich denke mal, das ist auch mal witzig, wenn man da mal zuschauen kann, dass einer mal nicht so gut ist und jedes Spiel immer gewinnt und bla und großartig und. Also, das finde ich, ich schaue mir gerne mal ein Let's Play an, wo die Spieler gut sind, aber wenn sie nicht alles gewinnen, kann ich es auch gut. Oh, nein, ey. Gegen den Pfosten. Ja, dann kommt man. Das ist auch noch so bezeichnend. Wenn ich mal einen guten Torschuss hatte oder so, dann ging der dann meistens noch gegen den Pfosten. Und. Ach, Mann. Naja, erste Halbzeit 0-0. Damit müssen wir wohl leben. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit ausgeht. Ob wir da vielleicht ein Tor schießen können. Sonst ist die Duisburg-Karriere jetzt vorbei. Nach dem Spiel höchstwahrscheinlich. Und wir befinden uns auf der Jobsuche. Schade. Also um die meisten im Team ist es auch nicht schade. Und Marian Saar ist es schade. Und unser Talent finde ich ist auch schade. Donnarumma auch ein super Torhüter. Den werde ich in der neuen Karriere definitiv nicht binden können und auch nicht binden wollen. Also okay, binden an den Verein konnte ich ihn ja jetzt auch nicht. Aber ich denke mal. Oh, verdammt. Komm, faul an mir. Bitte. Ja, danke. Viel zu doll. Viel zu doll. Nein, werde ihn auch nicht ausleihen können. Aber das ist okay. Also werden wir. Mal schauen. Ich denke mal, es wird uns höchstwahrscheinlich in die dritte, vierte Liga in England verschlagen, weil kein Top-Club sich mit uns abgeben wollen wird. Was ja auch verständlich ist. Was? Foul von mir? Oh Mann. Das kann es doch nicht sein. Wirklich, jetzt stellen wir uns mal halbwegs gescheit an und dann kriegen wir den Ball nicht im Tor unter, ne? Ah. Nein. Daran wird das Spiel auch wahrscheinlich wieder kranken, weil ich werde kein Tor schießen und gleich fällt dann das 1 zu 0 für Frankfurt. Da gehe ich jede Wette ein. Das haben wir leider schon oft genug erlebt in dieser Karriere, dass wir das bessere Team waren, zeitweise mehr Torchancen hatten und kein Tor reinkriegen. Und der Gegner hat einen Torschuss und der geht rein. Ah. Was für ein Mistpass unseres Innenverteidigers. Ja. Wie ich sagte, ein Fehlpass Marian Saar. Die spielen sich durch, weil Saar viel zu weit vorne steht. Und wir kriegen das nicht mehr verteidigt, weil uns ein Innenverteidiger fehlt. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich würde mal sagen, damit war es das dann endgültig in dieser Karriere mit dem MSV Duisburg, aber schauen wir mal. Ups. Gott. Naja. Ach ja, wir sind ja schon in der 80. Minute. Es ist ja wieder der Zeitspiel angesagt. Da. Das würde ich gerne ändern. Also, wenn ich etwas zu entscheiden hätte, was FIFA angeht und weil dieses ewige Zeitspiel, das geht mir auf den Keks.
Es wird an die Ecke gerannt und dann. Okay, zeig mir. Du kommst da nicht ran, du kommst da nicht ran. Oh Mann. Naja, egal. Mal schauen, was uns dann für einen Job erwartet. Wo und wie und was. Und ich nehme alles an. Ich gehe auch in die schottische, irische, englische, französische, italienische. Ich gehe einfach überall hin. Job ist mir egal. Job ist Job, ne? So muss man das ja insgesamt auch immer sehen. Und so sehe ich das auch bei FIFA. Deswegen schauen wir mal. Wir müssen natürlich gucken, dass wir beim nächsten Job nicht mehr die auswärtsschwächste, heimschwächste, torungefährlichste Mannschaft sind. Also, das war nun wirklich ganz furchtbar. Muss man leider sagen. Wir werden es nicht geschafft haben, den Vorstand zu überzeugen, dass wir bleiben dürfen. Und leider. Duisburg im Tal der Tränen. Ja, ich glaube, wir können auch nicht mehr. Das Vertrauen des Vorstands schwindet derzeit. Ja, ach. Erstaunlich. 27. Spieltag. Wir haben noch 7 Spiele. Es sind 14 Punkte. 21 sind noch machbar. Aber ich glaube, das war's. Denke ich mal. Oder? Da kommt auch gar kein Spiel gerade mehr. Gleich macht der Vater papp und weg ist das Spiel. Nee. Erstaunlich. Wir dürfen noch ein Spiel für den MSV Duisburg machen. Wollen wir es doch schön gestalten. Regen nehme ich mit. Ich glaube auch alle Nationalspieler, die ich mal hatte, sind jetzt höchstwahrscheinlich auch keine Nationalspieler mehr. Ja, schade. Schade. Oh Gott. Ich habe doch hier Cola stehen. Warum trinke ich die nicht? So. Spielen wir nochmal gegen Freiburg. Schauen wir mal. Das wird dann höchstwahrscheinlich unser letztes Spiel. Wird aber auch zu Hause. Ja, verabschieden uns wenigstens zu Hause von unseren Fans. Yeah. Schwupp. Schwupp. Wenn wir überhaupt noch Fans haben. Aha, Schande. Schwolloff. Nein. Also wie gesagt, es wird weitergehen mit FIFA-Karriere, es wird auch weitergehen mit FIFA, habt ihr ja schon gesehen, mit dem Ultimate Team-Format. Also macht euch keine Sorgen, es wird mehr kommen. Hab ja das ein oder andere Let's Play in letzter Zeit etwas vernachlässigt, aber das liegt auch einfach daran, dass ich momentan komplett unorganisiert bin. Stress bei der Arbeit, hier, da, dies, jenes, Uni. Also da kommt aber noch was. Ich mache das ja hier nicht raubberuflich, ich mache es nur zum Spaß. Und dann hat man natürlich auch noch andere Dinge im Leben nebenbei. Das heißt nebenbei. Das hier läuft eigentlich nebenbei. Das ist meine Freizeitbeschäftigung. Und das ist auch völlig okay und das darf auch ruhig so bleiben. Nein, schade. Hätte Özbeck den besser gekriegt, dann wäre er wahrscheinlich trotzdem in den Armen des Torhüters gelandet. Zwar ein bisschen kräftiger geschossen, aber trotzdem in den Armen des Torhüters gelandet. Oh Mann. Schön. Aber einfach, dass diese Partie gegen Frankfurt eben wieder verloren, nochmal wieder verloren gegangen ist, das war so bezeichnend, sag ich mal. Bezeichnend für die Leistung in dieser Saison. Ich weiß auch nicht, warum. Aber gut, ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass Duisburg mich entlassen wird. Aber will natürlich trotzdem noch versuchen, ein möglichst schönes Ergebnis am Ende nochmal zu haben. Also ein Sieg wäre jetzt natürlich toll.
Ein Sieg wäre jetzt toll. Also die Wahrscheinlichkeit, da unten rauszukommen. Ich müsste alle Spiele gewinnen, alle anderen müssten alle Spiele verlieren. Keine Chance. Das wird nix, das wird nix. Aber naja. Oh Gott. Ja, lauf. Abseits, würde ich sagen. Leider. Oder er kommt ran. Das ist genauso wie abseits für mich. Bringt mir nichts. Danke. Nehme ich dankend an den Ball. Mann, Mann, Mann. Also das ist so deprimierend, diese Saison. Das deprimiert mich so. Also, ich weiß nicht. Vor allem, weil Duisburg ja jetzt es wirklich in der Realität schon geschafft hat, zwei Siege in Folge zu erspielen. Und jetzt die Chance aufrechterhält, in der Liga zu bleiben. Das ist ja der Witz. Also eventuell ist dieser Titel total sinnlos auch am Ende, weil Duisburg doch in der Liga bleibt. Aber das werden wir sehen. Duisburg hat es nicht mehr so weit, glaube ich, bis zum Relegationsplatz und kann sich damit retten. Aber das müssen wir dann mal schauen. Erstmal werden wir hier. Ah! Natürlich werde ich. Naja, doch. Ich denke mal, ich werde versuchen, immer mal wieder zu schauen, wie es um meinen alten Verein steht, dann, wenn ich dann entlassen worden bin. Aber das muss ich mal gucken. Wenn ich dran denke, dann werde ich sicher mal nachschauen. Wenn ich nicht dran denke, wenn es zu viele Vereine werden, bei denen ich nachgucken muss, dann werde ich das höchstwahrscheinlich irgendwann nicht mehr machen. Das ist klar, aber sonst. Erstmal müssen wir ja schauen, was unser nächster Verein ist und ja. Ja, dann gucken wir mal, wie lange wir da bleiben dürfen. Und, ja. Ich würde ja gerne Marian Saar mitnehmen, aber das kann ich ja leider nicht. Und ich glaube, es könnte auch ein bisschen teuer werden, den dann von Duisburg zu holen, je nachdem, welchen Verein ich mir nehme. Also, mal schauen. Kann natürlich auch irgendein, wenn es irgendein englischer Verein in der zweiten Liga ist, dann ist das so. Vielleicht komme ich ja zu Leicester. Ich glaube, Leicester steigt eigentlich immer ab. Glaube ich. Also jedenfalls war das so, als ich sonst immer geguckt, immer in anderen Karrieren war Leicester dann meistens in der zweiten Liga wieder. Was in der Realität ja ganz anders ist. Momentan ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass Leicester Meister wird in England. Auch noch nicht, hat ja keiner mit gerechnet, hätte ja niemand jemals drauf gewettet. Warum auch? Leicester City Meister in England. Also das ist schon bizarr. Also das könnte man schon als sehr, sehr bizarr bezeichnen. Weil letzte Saison gerade noch so nicht abgestiegen. Ah, kein Foul, Mann. Kein Foul. Das war alles fair. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ja, doch. Ups. Rashford, ey. Das kann doch nicht sein. Meine Spieler sind teilweise offensichtlich absolute Leichtgewichte. Ich möchte einen Stick Töfting haben. Einen Stick Töfting zum Beispiel. Weiß nicht, ob dieser Spieler noch jemandem was sagt.
Ein ehemaliger Bundesligaspieler. Es war ein ziemlich breit gebauter Däne, der auch in der Defensive immer eingesetzt hat. Sehr viel Körperarbeit. Aber der war großartig. Vor allem hatte er so ein richtig fies, zerknautschtes Gesicht und deswegen sah er immer ziemlich böse aus, als würde er immer seinen Gegenspieler gleich so, hau dir gleich in die Fresse. Also das war klasse, den mochte ich. Den mochte ich. Stick Turfting. Nein. Oh, 1-0 liegen wir schon wieder hinten. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ein Fehlpass, defensiv auseinandergerissen und Tor. Oh, das kann doch nicht sein. Was mache ich denn hier? Ja, okay. Jetzt haben wir das Spiel wieder verloren, weil der Gegner jetzt wieder mit der allseits beliebten, ja, ich stelle mich in die Ecke Taktik ankommt. Erstaunlich, wir haben den Ball gekriegt. Um ihn wahrscheinlich gleich wieder abzugeben. Lauf. Bröker. Ah! Verdammt. Schade. Hätte ja was werden können, ne? So. Ah! Verdammt. Verdammt, verdammt. Na gut. Das war's dann wohl. Den Schuss konnte ich nicht mal mehr abziehen, obwohl ich wollte. Ja, das war's jetzt. Aus, vorbei. Wir haben auch dieses Spiel verloren. Schade, 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 schade. Schiri pfeift auch gleich ab. Los, jetzt pfeift ab. Jo, schade. War das jetzt unser letztes Spiel für den MSV Duisburg? War es das? Ist es jetzt vorbei? Duisburg ist abgestiegen. Also, niedriger geht es natürlich nicht. In der nächsten Saison sind sie definitiv wieder in der zweiten Liga, aber ich bin entlassen beim MSV Duisburg. Schade. Schauen wir mal. Vertrag aufgelöst. Ja, gut. Oh, 1860 will mich. Fürth will mich. Heidenheim. Brøndby IF. Esbjerg. Hobro. Hamilton. Bolton Wanderers. Rotherham. Brentford. Ah, will ich nach England? In die Championship? Ich glaube, wir gehen erstmal nach Schottland. Oder? Ja, wir gehen nach Schottland. Warum nicht? Ich unterschreibe in Schottland. Auf geht's. Neue Chance für Burner. Jo. Wir sind in Schottland gelandet. 32. Spieltag. Oder 33. Spieltag in Schottland. Scottish Premiership. Warte mal. Das ist die schottische zweite Liga? Nee, ich wollte gerade sagen. Ich war gerade so verwirrt, aber. Beim Tabellenelften. Also werden wir höchstwahrscheinlich absteigen. Also, aber gut. Schaut rein. Beim nächsten Mal auf jeden Fall, wenn es heißt, wir spielen Hamilton. In der schottischen ersten Liga. Momentan Tabellenplatz 11. Eigentlich können wir da gar nichts mehr retten. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ich denke mal, wir werden dann kurz darauf wieder entlassen. Weil wir es ja nicht retten konnten, aber es macht nichts. Dann werden wir halt zum Weltenbummler. Also schaut beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt, Monty ist ein Weltenbummler. Also, bis dann, schaut ein paar Tore rein, schaut in meine anderen Videos rein. Auf Wiedersehen.